muddeln sie das da schön drin. Oh ja, schön. Das ist ja prima. Ja. Ausfallen. Ja, wenn wir schon eine haben. Ja. Wenn du gewonnen hast. Ja, das ist das sechste hier. Wir dürfen die Klimakrise nicht vergessen. Dabei ist es so einfach und es ist so verlockend. Der Sommer ist heiß, das vergisst man schnell, wenn es wieder kühler wird. Landwirtinnen kämpfen mit Dürren, ist schnell vergessen, wenn Supermarktregale trotzdem bunt gefüllt sind. Hier in Vechta ist es vielleicht besonders einfach. Hier kommt es mir manchmal so vor, als würden die Uhren ein bisschen langsam laufen, als wäre hier doch noch alles gut, als müssten wir hier nichts tun, als müssten wir hier nicht in Panik geraten und nichts radikal verändern. Das könnte man denken, das wäre so schön, das wäre so gemütlich zu denken. Und ich glaube, viele Menschen, ehrlich gesagt, denken das in Vechta auch immer noch. Aber das stimmt nicht. Wir dürfen nicht vergessen und deswegen stehen wir heute hier. Wir wollen daran erinnern, wir wollen uns daran erinnern, was die Klimakrise schon alles zerstört hat. Waldbrände, Dürren, Überschwemmungen, Stürme, Hitzewellen, Trinkwasserknappheit, Nahrungsmittelmangel. All das passiert jetzt schon häufiger und extremer wegen der Klimakrise. Und in Zukunft wird das noch häufiger und noch extremer passieren. Insbesondere, wenn Kipppunkte erreicht werden. Kipppunkte, die dazu führen, dass die Erderhitzung sich selber verstärkt, dass es einen Dominoeffekt gibt und der nicht mehr zu bremsen ist und deren Folgen unumkehrbar werden. Und ein Beispiel für so einen Kipppunkt im Erdsystem ist das Auftauen der Permafrostböden. Sobald der Gefrierpunkt einmal überschritten wird und die Böden auftauen, unsere Biomasse zersetzt und dadurch eben noch mehr Wärme erzeugt, die dann das Auftauen noch verstärkt. Dabei wird extrem viel Methangas freigesetzt, was einfach noch viel, viel gefährlicher ist als CO2 schon als Treibhausgas. Und dies wird eben die Erderhitzung extrem erhöhen. Und wenn dieser Prozess des Auftauens einmal in Gang gesetzt wird, dann können wir da nichts mehr gegen tun. Dann wird die Klimakrise immer weiter voranschreiten, ohne dass wir da noch etwas bremsen können. Genau, hallo. Wunderschön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich ganz riesig, so viele Menschen hier zu sehen und so viele Gesichter. Und Carsten und ich, wir stehen hier seit 2019 immer wieder und versuchen irgendwie Leute zu begeistern, dass sie mitmachen. Das brauchen wir bei euch natürlich nicht tun. Und wir sprechen immer von diesen riesengroßen Sachen, die überall auf der Welt passieren. Regenwälder, die irgendwo in Südamerika abgeholzt werden. Ich stehe hier, weil wir haben in Vechta angefangen, eine Petition zu erstellen, weil an der Lohnerstraße, wenn wir Richtung Lohne fahren, gibt es ein Waldstück, das soll fast komplett abgeholzt werden, damit diese Fläche versiegelt wird. Am Anfang hieß es wird ein Parkplatz. Mittlerweile gibt es Bilder, die durch die Stadt gehen, durch Social Media gehen, dass es komplett anders überbaut wird. Dann fragt man sich, wo denn die Parkplätze hin sollen. Also dann wird es wohl wahrscheinlich doch noch andere Waldstücke betreffen und Grünflächen in der Umgebung, die dann auch wahrscheinlich runtergemacht werden müssen, abgeholzt werden müssen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und viel Spaß jetzt beim Protestieren, beim Demo. What do we want? When do we want it? Now. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. Are we going to fight for it? Yes. Are we getting it? Yes. What do we want? When do we want it? Now. Die Erde zu zerstören, es gibt kein Recht, die Erde zu zerstören.